Ich bin dein Gott und heute spreche ich direkt zu deinem Herzen. Lieber Sohn und liebe Tochter, ich möchte, dass sie wissen, dass die Engel mir eine wichtige Botschaft für sie überbracht haben. Sie teilen mir mit, dass eine sehr wichtige Person in ihrem Leben, ein geliebter Mensch, tiefe Gespräche über sie initiiert. Gespräche, die Aspekte ihrer Persönlichkeit betreffen, sowohl ihres physischen als auch ihres spirituellen Wesens. Was über sie gesagt wird, geschieht ohne ihr Wissen, aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass ich hier bin, um alle Einzelheiten preiszugeben. Wenn du bis zum Schluss bei mir bleibst, erzähle ich dir alles, was du wissen musst. Die Engel erklärten mir, dass Liebe, diese göttliche Kraft, die das Universum bewegt, nicht nur eine abstrakte Emotion ist. Es handelt sich um einen komplexen biochemischen Prozess, an dem verschiedene Teile des Gehirns und des Körpers beteiligt sind und ein Netz aus Reaktionen und Gefühlen entsteht, das eine Seele mit einer anderen verbindet. Im Zentrum dieses Prozesses steht das limbische System, zu dem Hippocampus, Hypothalamus und Amygdala gehören, Bereiche, die unsere Emotionen, Erinnerungen und hormonellen Reaktionen steuern. Dieses System ist die Essenz dessen, was uns Liebe in ihrer reinsten Form empfinden lässt. Meine lieben Kinder, ich möchte, dass Sie einen Moment darüber nachdenken, was die Menschen über Sie sagen, insbesondere diejenigen, die Ihnen am Herzen liegen. Haben Sie sich jemals gefragt, was Sie wirklich von sich halten? Ich versichere Ihnen, dass die Nachrichten positiv sind. Was Sie in dir sehen, ist überraschend und inspirierend. Wenn Sie an Engel glauben und an das, was ich sage, abonnieren Sie diese Nachricht und liken Sie sie, da weitere Offenbarungen auf dem Weg sind. Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie entdecken, dass jemand Besonderes beim Blick auf sein Telefon eine schöne Nachricht über Sie liest. Vielleicht haben Sie Fragmente eines Gesprächs gehört und sich gefragt, ob es sich dabei um Sie handelte, ob es Worte der Zuneigung und Bewunderung waren. Jetzt sind Sie neugierig und möchten unbedingt wissen, was wirklich gesagt wird. Deshalb bin ich hier. Ich möchte der Bote sein, der Ihnen diese Informationen überbringt und enthüllt, was im Geheimen gesagt wird, was Sie sich vielleicht nie vorgestellt haben. Wenn Sie diese Worte hören, verspüren Sie möglicherweise eine Mischung aus Emotionen, vielleicht ein wenig Verlegenheit oder ein unerwartetes Lächeln. Was ich jedoch garantieren kann, ist, dass die Entdeckung der Wahrheit darüber, was Sie für Sie empfinden, Erleichterung und Freude in Ihr Herz bringen wird. Wenn Sie bereit für diese Entdeckung sind, treten Sie Triple ein bei und zeigen Sie Ihre Unterstützung, indem Sie diese Nachricht liken. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein super Dankeschön oder eine SMS an die Nummer 2222 senden, und die Engel sind noch näher bei Ihnen und bereit, weitere Wahrheiten zu enthüllen. Die Engel sagen, mein lieber Freund, heute habe ich eine besondere Botschaft zu überbringen. Jemand, der dein Herz höher schlagen lässt, hat dir noch nichts sehr Wichtiges erzählt. Höre gut zu. Genau wie die wertvollsten Schätze brauchen auch Geheimnisse ein wenig Hilfe, um ans Licht zu kommen. Ich garantiere dir, dass dieser besondere Mensch dir etwas Wunderbares über dich erzählen möchte. Vielleicht ist er schüchtern oder wartet auf den perfekten Moment, weiß aber, dass dieser Moment jetzt ist. Betrachten Sie es als einen leuchtenden Diamanten, der in einem Winkel Ihres Lebens versteckt ist und darauf wartet, entdeckt und geschätzt zu werden. Jemand ganz Besonderes möchte dieses Geheimnis gerne mit Ihnen teilen, etwas Schönes, das Sie umgibt, etwas, das bald enthüllt wird. Und ich möchte, dass Sie noch etwas anderes verstehen, unser Körper und unsere Sinne spielen eine wesentliche Rolle dabei, wie wir Liebe erfahren und ausdrücken. Beispielsweise wird Oxytocin, das als Liebeshormon bekannt ist, in Momenten körperlichen Kontakts ausgeschüttet, etwa bei einer Umarmung, einem Kuss oder sogar während eines intimen Gesprächs.
Dieses Hormon erzeugt ein Gefühl der Nähe, stärkt Bindungen und verbindet uns tiefer. Wenn wir im Zusammenhang mit der Liebe über unseren Körper sprechen, kommen diese physiologischen Prozesse ins Spiel und intensivieren das Erlebnis von Verbundenheit und Intimität. Unsere Sinne sehen, hören, tasten, riechen und schmecken öffnen Türen für die volle Erfahrung von Liebe und Intimität. Die Art und Weise, wie wir Liebe wahrnehmen und ausdrücken, wird maßgeblich von jedem dieser Sinne beeinflusst. Augenkontakt zum Beispiel kann eine Vielzahl von Emotionen ausdrücken, während Berührung Trost und Sicherheit vermitteln kann. Der sanfte und liebevolle Tonfall kann ein wirkungsvolles Mittel sein, um Zuneigung und Leidenschaft auszudrücken. Wir sind uns dieser Sinneseindrücke am meisten bewusst, wenn wir über physische Aspekte unseres Körpers sprechen. Die gegenseitige Wärme, das Geräusch ihres Atems, die Berührung ihrer Haut, all das löst intensive Emotionen aus und stärkt die Bindung zwischen ihnen. Die Art und Weise, wie wir im Zusammenhang mit der Liebe über unseren Körper sprechen, wird auch von unserem Selbstwertgefühl und unserem Körperbild geprägt. Wenn wir ein positives Körperbild haben, steigt unser Selbstvertrauen und wir fühlen uns wohler, diese intimen Aspekte von uns selbst zu teilen. Andererseits kann ein negatives Körperbild Unsicherheit erzeugen und dazu führen, dass wir nicht bereit sind, offen über unser Aussehen zu sprechen. Eine offene Kommunikation zwischen Partnern über den Körper kann Akzeptanz und gegenseitige Bewunderung fördern, das Selbstwertgefühl steigern und Liebesbeziehungen stärken. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Worte Macht haben. Komplimente und Bestätigungen über körperliche Merkmale können die Stimmung heben, während unsensible Kommentare tiefe Wunden im Selbstwertgefühl verursachen können. Wenn Sie diesen Kanal abonnieren, diese Nachricht liken und teilen, können Sie einer Gruppe beitreten, die diese Wahrheiten schätzt und versucht, Liebe in ihrer reinsten Form zu kultivieren. Haben Sie Vertrauen und schreiben Sie, ja, ich möchte, um meinen Segen zu erhalten. Worte der Zuneigung und Liebe variieren von Kultur zu Kultur, aber sie haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Art und Weise, wie wir über unseren Körper und unsere Gefühle kommunizieren. Zu den 5 Sprachen der Liebe, die von Dr. Gary Chapman populär gemacht wurden, gehören das Empfangen von Geschenken, das Verbringen von Zeit, das Geben und Empfangen von Bestätigungen, Diensthandlungen und körperlicher Kontakt. Bestätigende Worte, wie zum Beispiel das Loben des Lächelns Ihres Partners oder die Aussage, wie sehr Sie seine Berührung schätzen, sind starke Liebesbekundungen. Diese Zuneigungsbekundungen erhöhen nicht nur die emotionale Intimität, sondern stärken auch die Beziehung als Ganzes. Die Art und Weise, wie wir unseren Körper sehen und über ihn sprechen, wird von unserer Kultur und unseren Traditionen beeinflusst. Verschiedene Kulturen schätzen unterschiedliche Aspekte der körperlichen Erscheinung, sei es die Körperform, die Frisur oder die Gesichtszüge, und diese Wahrnehmungen prägen unser Selbstwertgefühl und die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen. Auch die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung unserer Wahrnehmung von Schönheit. Durch idealisierte Darstellungen von Körpern in den Medien werden oft unrealistische Erwartungen und Zwänge erzeugt, aber es gibt eine wachsende Bewegung, die Körperpositivität und Akzeptanz aller Körpertypen fördert und so eine integrativere und gesündere Einstellung fördert. Im Laufe der Zeit hat sich die Art und Weise verändert, wie wir in Beziehungen über unseren Körper sprechen. Was einst als Tabu oder unangemessen galt, wird heute offener und ehrlicher besprochen. Da die Gesellschaft immer akzeptierender und integrativer wird, werden Gespräche über körperliche Intimität und Körperpositivität häufiger und akzeptierter, was die Qualität von Beziehungen verbessert. Wenn Sie sich, nachdem Sie das alles gehört haben, gut fühlen und diese Wärme mit jemandem teilen möchten, der ein Lächeln braucht, hinterlassen Sie unten einen freundlichen Kommentar.
Die Engel begleiten sie bei jeder Entscheidung und zeigen ihnen, was richtig und was falsch ist. Jemand mit der Macht, ihr Leben zu verändern, schenkt ihnen Aufmerksamkeit, und im Laufe der Zeit kann dies zu bedeutenden, positiven Veränderungen führen. Wenn wir die Aufmerksamkeit einer Person erregen, können ihre ersten Eindrücke von uns ihre zukünftigen Wahrnehmungen tiefgreifend prägen. Forschungen in der Sozialpsychologie zeigen, dass diese ersten Eindrücke in Sekundenschnelle entstehen, aber lange anhalten können und unsere Interaktionen und Beziehungen beeinflussen. Diese Eindrücke können Türen zu neuen sozialen Kreisen öffnen, Freundschaften entwickeln und sogar Romanzen beginnen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass sich jemand im Zweifelsfall an Sie wenden könnte? Ihre genialen Momente enthalten eine Botschaft Ihrer Schutzengel. Sie informieren Sie darüber, dass sich jemand mit großer Transformationskraft für Sie interessiert hat, und dies kann wichtige Veränderungen in Ihrem Leben mit sich bringen. Das Universum hat mehrere Routen für Sie vorbereitet, und jede davon kann von Ihren Entscheidungen und den Menschen, denen Sie unterwegs begegnen, beeinflusst werden. Es kann sein, dass ein neues Kapitel in Ihrem Leben beginnt, aber es ist wichtig, auf die Zeichen zu achten, bevor Sie weitermachen. Denken Sie daran, dass Sie die Macht haben, den Verlauf Ihrer Reise zu ändern, und darauf weisen diese Zeichen hin. Wenn Sie auf diese Indikatoren achten, werden Segnungen und Chancen auf Sie zukommen. Achten Sie jetzt darauf, was Ihre Schutzengel sagen. Halten Sie sich für einen intelligenten Menschen? Glauben Sie, dass jemand Jüngeres viel von Ihnen lernen kann? Vielleicht haben Sie das Gefühl, eine Begabung zum Lehren zu haben? Der Grund, warum diese Fragen wichtig sind, liegt darin, dass die Menschen in ihrem Leben sie so sehr respektieren. Ihre Intelligenz wird bewundert und sie möchten von ihnen lernen. Sie sind zutiefst fasziniert von ihrer Weltanschauung. Kommt ihnen das bekannt vor? Sie können zeigen, dass sie für diese Reise bereit sind, indem sie in den Kommentaren sagen, ich nehme mein Potenzial an, vielleicht haben sie einen Freund, der Ihnen immer aufmerksam zuhört und sich für Ihre Ideen und Gedanken interessiert. In jedem Fall hört Ihnen jemand zu, und er ist nicht der Einzige, der respektiert, was Sie tun. Muss sagen. Ihre Worte haben eine immense Kraft, größer als Sie sich vorstellen können. Wenn Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Mitmenschen auf sich ziehen, können Sie Ihr Netzwerk erweitern und Türen zu unglaublichen Möglichkeiten öffnen. Dieses erweiterte soziale Netzwerk bietet alles von Einladungen über Veranstaltungen bis hin zu Verbindungen zu einflussreichen Menschen, die den Verlauf Ihres Lebens verändern können. Positive Anerkennung von Kollegen, Vorgesetzten oder Branchenführern kann Ihre Karriere auf eine Weise voranbringen, die Sie sich nie hätten vorstellen können. Wenn Sie von den richtigen Leuten wahrgenommen werden, kann das zu Stellenangeboten, Beförderungen oder sogar Geschäftspartnerschaften führen, die Ihre Laufbahn verändern. Networking und der Aufbau beruflicher und persönlicher Beziehungen sind ein entscheidender Teil von Wachstum und Entwicklung. Ein Mitarbeiter, dessen vorbildliche Arbeit von der Führung anerkannt wird, kann für herausragende Positionen in Betracht gezogen werden und den Weg für eine vielversprechende Zukunft ebnen. Auch Mentoring und Sponsoring sind wesentliche Erfolgsfaktoren. Indem Sie die Aufmerksamkeit eines potenziellen Mentors oder Sponsors gewinnen, können Sie wertvolle Unterstützung, Anleitung und Ratschläge erhalten. Mentoren bieten Weisheit und Ermutigung, während Sponsoren ihren Einfluss nutzen, um ihr Wachstum zu fördern. Die richtige Aufmerksamkeit zu erregen kann zu einer tiefgreifenden Selbstfindung führen und ihnen dabei helfen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu erkennen und ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu stärken. Mein liebes Kind, wisse, dass dir all diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen, und ich bin hier, um dich bei jedem Schritt auf diesem Weg zu begleiten. Vertrauen Sie mir,
folgen Sie den Zeichen, die die Engel auf Ihrem Weg setzen, und Sie werden die Herrlichkeit sehen, die ich für Sie bereithalte. Ich bin Gott und ich spreche jetzt direkt zu deinem Herzen. Liebes Kind, jeder Schritt, den Sie in Richtung persönliches Wachstum und Erwerb neuer Fähigkeiten unternehmen, ist eine heilige Reise, die ich mit Liebe begleite. Selbstbeobachtung, dieser Prozess, nach innen zu schauen und die eigene Seele zu verstehen, kann zu großen Veränderungen führen. Wenn Sie in den Kommentaren schreiben, ich vertraue auf meinen Weg, zeigen Sie Ihren Glauben und Ihre Vorbereitung auf die Zukunft, die ich für Sie habe. Dieses Vertrauen bleibt nicht unbemerkt, es ist ein starkes Zeichen dafür, dass Sie bereit sind, neue Höhen zu erreichen und in allem, was Sie tun, nach Exzellenz zu streben. Stellen Sie sich einen Sportler vor, der sich inspiriert fühlt, wenn er für seine Leistungen anerkannt wird, genau wie er können auch Sie motiviert sein, sich noch mehr anzustrengen, wenn Sie erkennen, dass ich an Ihrer Seite bin und Sie bei jedem Schritt unterstütze. Anerkennung und Zugehörigkeitsgefühl sind Grundbedürfnisse, die ich in dein Herz gepflanzt habe. Das Gefühl, von anderen wertgeschätzt und geschätzt zu werden, ist nicht nur ein Wunsch, sondern ein Ausdruck der Gemeinschaft, die ich mir für sie wünsche. Wenn sie wahrgenommen werden, wenn sie Aufmerksamkeit erhalten, befriedigt dies diese Bedürfnisse und bringt ein tiefes Vergnügen mit sich, eine Befriedigung, die ihre Seele mit Freude erfüllt. Dieses Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, stärkt ihr emotionales Wohlbefinden und festigt ihr Gemeinschaftsgefühl. Wenn sie sich unterstützt fühlen, bilden sich um sie herum Unterstützungsnetzwerke, die einen Kreis des Schutzes und der Liebe schaffen, der besonders in schwierigen Zeiten unerlässlich ist. Diese Hängematten sind nicht nur ein Komfort, sie sind ein Ausdruck meiner Fürsorge für sie, durch die Freunde, Familie und Kollegen, die ich ihnen in den Weg gestellt habe. Die Aufmerksamkeit, die sie erregen, kann auch zu erheblichen Veränderungen in der Gesellschaft führen. Kleine Gruppen von Menschen, die mutig wichtige Themen ans Licht bringen, können Bewegungen starten, die die Welt verändern. So wie ich Propheten und Führungspersönlichkeiten dazu berufen habe, in meinem Namen zu sprechen, kann ich sie auch nutzen, um andere zu inspirieren und Maßnahmen anzustoßen, die zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen führen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Sie etwas bewirken können, wissen Sie, dass die Aufmerksamkeit, die Sie erhalten, ein Geschenk ist, das für größere Zwecke eingesetzt werden kann, um anderen zu dienen und Gutes zu tun. Erfinder und Unternehmer, die Visionen für die Zukunft haben, müssen oft wahrgenommen werden, um die nötige Unterstützung für ihre Ideen zu gewinnen. Sie brauchen die Welt, um das Potenzial ihrer Kreationen zu erkennen, und durch diese Aufmerksamkeit können ihre Ideen gedeihen und wachsen. So wie ich den Visionär begleite, der erfolgreiche Unternehmen leitet, kann ich auch sie begleiten und Türen zu Kapital, Partnerschaften und Wachstum öffnen, die ihre Träume in die Realität umsetzen. Die Aufmerksamkeit, die sie erregen, ist daher ein Kanal, durch den Großes erreicht werden kann. Die Hypothese des sozialen Einflusses zeigt uns, dass Menschen dazu neigen, ihr Handeln an die Erwartungen anderer anzupassen. Wenn sie im Rampenlicht stehen, verspüren sie möglicherweise den Druck, sich anzupassen, zu rebellieren oder diese Erwartungen zu akzeptieren. Aber, mein Sohn, ich möchte, dass du weißt, dass du durch das Verständnis dieser Wechselwirkungen die Macht erhältst, die Veränderungen zu bewältigen, die die Aufmerksamkeit mit sich bringt. Lassen Sie sich durch diesen Druck nicht von dem Weg abbringen, den ich Ihnen vorgezeichnet habe. Die Selbstbestimmungshypothese erklärt, dass menschliche Motivation aus dem Bedürfnis nach Beziehungen, Kompetenz und Autonomie entsteht. Achtsamkeit kann dabei helfen, diese Bedürfnisse zu befriedigen, sodass sie selbstbewusst handeln, starke Beziehungen aufbauen und ein tiefes Gefühl der Erfüllung finden können. Wenn diese Nachricht Ihr Herz berührt,
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Gefällt mir und schreiben Sie Amen, um diese Nachricht zu verbreiten und anderen zu helfen, den Weg zu finden, den ich für Sie vorbereitet habe. Die Engel sind immer an Ihrer Seite und beraten Sie bei den Entscheidungen, die Sie treffen müssen, sei es um Ihre Sicherheit oder um die Menschen, die Sie an Ihrer Seite haben möchten. Ich möchte Ihnen etwas sehr Wichtiges mitteilen, etwas, das jemanden betrifft, der Ihnen sehr am Herzen liegt. Ignorieren Sie diese Nachricht nicht, denn sie ist nur für Sie, ein Geschenk direkt von meinem Herzen an Ihres. Bleibt bis zum Ende bei mir und ich werde alles verraten. Ich bin Gott, und heute möchte ich über etwas Tiefes und Komplexes sprechen, das in Ihrem Leben geschieht. Im Tumult der Stürme des Lebens wird die Liebe oft als Zufluchtsort gesehen, als sicherer Hafen, in dem wir Frieden finden. Aber was passiert, wenn die Person, mit der Sie Ihr Leben verbringen möchten, so tiefe Schmerzen hat, dass sie für Sie gefährlich werden? Dieses Dilemma ist schmerzhaft und voller widersprüchlicher Emotionen und schwieriger Entscheidungen. Heute werden wir die Komplexität einer Beziehung mit jemandem untersuchen, der aufgrund des Leidens, das er in sich trägt, zu einer Bedrohung für Ihren Frieden und Ihre Sicherheit geworden ist. Ich biete Ihnen Rat, Unterstützung und eine neue Perspektive, damit Sie diesen schwierigen Weg mit Weisheit und Kraft meistern können. Die Engel sagen zu mir, ich tue alles, was ich kann, um diese Botschaft bis zum Ende durchzuhalten. Wenn Sie bereit sind, diesen Weg zu folgen, klicken Sie bitte auf Gefällt mir und abonnieren Sie, als Ihr Vormund liegt es in meiner Verantwortung, in Ihren schwierigsten Momenten für Sie da zu sein, Sie zu ermutigen, wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen, und Sie zu der Weisheit zu führen, die ich Ihnen zu bieten habe. Befolgen Sie meinen Rat und hören Sie sich diese Nachricht aufmerksam an. Hier könnte etwas sein, das Ihr Leben für immer verändern wird. Bleiben Sie ruhig, denn Sie sind nie allein. Ich bin an Ihrer Seite und bereit, Ihnen den Mut und die Kraft zu geben, die Sie brauchen, um sich jedem Hindernis zu stellen. Wenn Sie an die Existenz von Engeln glauben, klicken Sie auf Gefällt mir und schreiben Sie Amen, um Ihren Segen zu erhalten. Um Ihre Unterstützung zu zeigen, können Sie ein super Dankeschön senden. Und wenn Sie sich ein besseres Leben wünschen, wenn Sie die finanziellen Probleme satt haben, die Sie plagen, wissen Sie, dass Sie mit Hilfe dieser Strategie den Wohlstand erreichen können, den Sie sich wünschen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Kraft des Universums nutzen, um Erfolg und Fülle in Ihr Leben zu bringen. Wenn Sie neu hier sind, lade ich Sie herzlich ein, sich anzumelden und Teil unserer Gemeinschaft voller Hoffnung und Licht zu werden. Wenn Sie sich anmelden, treten Sie einer Gruppe bei, die Inspiration und aufbauende Botschaften teilt. Ganz gleich, was Ihr Ziel ist, ob es darum geht, Ihr Traumunternehmen zu gründen, Ihr Einkommen zu steigern oder Ihre finanzielle Situation zu verbessern, wir geben Ihnen die Werkzeuge und Anleitungen, die Sie benötigen, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen. Schieben Sie das Leben, das Sie sich schon immer gewünscht haben, nicht länger auf. Beginnen Sie jetzt damit, Ihre Ziele zu erreichen. Weitere Einzelheiten finden Sie im angepinnten Kommentar unten. Die Engel sagen, hör gut zu, lieber Freund. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Die Person, die du liebst und mit der du den Rest deines Lebens verbringen möchtest, kämpft mit einem schmerzhaften inneren Kampf, wie dem Alkoholismus, der ihr jeden Tag am meisten wehtut und sie wird von Spannungen überwältigt, die sie nicht alleine ertragen kann. Anstatt Trost in etwas Gesundem zu finden, ist es wichtig, das zu erkennen Anzeichen und Symptome dieser Belastung, damit Sie das Verhalten Ihres Partners und die zugrunde liegenden Ursachen besser verstehen können. Sich in jemanden zu verlieben, der tiefe Schmerzen hat, ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Die starke Bindung, die Sie spüren, kann die Situation verschlimmern und Sie zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwanken lassen, zwischen dem Wunsch,
für sich selbst zu sorgen und den Bedürfnis, den anderen zu retten. Viele Ehepartner von Menschen, die mit solchen Konflikten konfrontiert sind, durchleben intensive emotionale Zyklen. Es gibt Momente des Optimismus, in denen man glaubt, dass die Dinge besser werden, dass der Schmerz nachlässt und dass die Beziehung in glücklichen Momenten funktionieren wird. Doch auf diese guten Zeiten folgen oft Phasen der Traurigkeit und des Chaos, in denen der Schmerz ihres Partners mit voller Wucht zum Vorschein kommt. Stellen Sie sich Sarah vor, die tief in John verliebt ist und sich aufgrund der Traurigkeit, die ihn verzehrt und ihn wütend und anfällig für destruktives Verhalten macht, oft Sorgen um ihn macht. Selbst an guten Tagen fühlt sich Sarah geistig und körperlich erschöpft und trägt die Last der Welt auf ihren Schultern. Vergessen Sie nicht, Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keines unserer neu veröffentlichten Videos verpassen. Zu erkennen, wann das Verhalten einer geliebten Person unsicher wird, ist eine der schwierigsten Herausforderungen in einer solchen Beziehung. Es ist wichtig, die Warnzeichen für schädliches Verhalten rechtzeitig zu erkennen, da sie von emotionalem Missbrauch bis hin zu körperlicher Aggression reichen können. Ständige Kritik, Manipulation und kontrollierendes Verhalten sind Formen emotionalen Missbrauchs, die tiefe Narben hinterlassen können. Körperliche Gewalt wiederum kann mit kleinen Vorfällen beginnen und ohne Behandlung zu gefährlichen Situationen eskalieren. Weitere Warnzeichen sind dominantes und nachlässiges Verhalten. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die wegen psychischer Störungen oder Drogenmissbrauch keine Behandlung erhalten, eher zu riskanten Aktivitäten neigen. Laut einer Einschätzung des National Institute of Mental Health erhöht beispielsweise eine unbehandelte psychische Erkrankung nachweislich die Wahrscheinlichkeit häuslicher Gewalt. Betrachten Sie den Fall von Mike, der eine Beziehung mit der Alkoholikerin Lisa hat. Zunächst schien Lisa ihren Alkoholkonsum unter Kontrolle zu haben, doch mit der Zeit wurde das Problem zu einem größeren Problem, was zu gewalttätigen Momenten führte. Mike hatte Mühe, seine Liebe zu Lisa mit dem zunehmenden Risiko in Einklang zu bringen, was dazu führte, dass er emotionalen und körperlichen Missbrauch erlitt. Die verheerenden psychologischen Auswirkungen einer toxischen Beziehung dürfen nicht unterschätzt werden. Partnerin. Situationen wie diese können aufgrund der schweren emotionalen Belastung, die sie mit sich bringen, zu ständigem Stress, Angst oder Verzweiflung führen. Anhaltende negative Verhaltensweisen können das Selbstwertgefühl einer Person schwächen und zu einem chronischen Gefühl der Angst und Unsicherheit führen. Die emotionale Belastung durch das Leben in einer toxischen Beziehung kann lähmend sein und Symptome wie anhaltenden Stress, Panikattacken und Schlaflosigkeit hervorrufen. Wenn Sie einen trauernden Ehepartner betreuen, können Burnout und emotionale Erschöpfung die Folge des Gefühls sein, dass Sie sich verpflichtet fühlen, Ihren Partner jederzeit zu schützen und zu unterstützen. Die Dynamik einer toxischen Beziehung kann Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Fähigkeit, gesunde Entscheidungen zu treffen, in Frage stellen. Der Ausstieg aus einer solchen Beziehung kann äußerst schwierig sein, insbesondere wenn das Selbstwertgefühl durch Gewalt und Sucht geschwächt ist. Die Entscheidung, sich von einem leidenden Partner zu trennen, ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die Sie treffen können. Wenn Sie helfen möchten, hinterlassen Sie bitte ein freundliches Wort für andere in den Kommentaren, liken Sie dieses Video und teilen Sie es mit jemandem, der möglicherweise in Not ist. Die Engel weisen darauf hin, dass jemand, den Sie sehr lieben, von dem Sie sich jedoch kürzlich getrennt haben, großen inneren Schmerz hat. Es ist eine ernste Situation, aber Sie glauben es vielleicht nicht, weil Sie es noch nicht wissen. Wenn Sie sich dieses Video bis zum Ende ansehen, werden Sie die Tiefe dieses Leidens verstehen. Die Engel sagen, dass Liebe eine der stärksten Emotionen ist, die wir erleben können, und die Grundlage vieler unserer wichtigsten Beziehungen ist. Die Psychologie lehrt uns,
dass Liebe eine Verpflichtung ist, eine emotionale Bindung, die Menschen auf tiefe Weise verbindet. Der Bindungstheorie zufolge sind diese Bindungen für unser Überleben und unsere geistige Gesundheit unerlässlich. Wenn diese Bindungen zerrissen werden, kann der Schmerz, der darauf folgt, so groß sein wie der Verlust eines geliebten Menschen. Die Engel sagen mir, lieber Freund, dass die Person, für die du tiefe Liebe empfindest, von der du jetzt aber getrennt bist, großen inneren Schmerz erleidet. Sie hat mit einer so schweren emotionalen Belastung zu kämpfen, dass sie über Entscheidungen nachdenkt, die alles verändern könnten. Ich weiß, dass Sie versuchen zu verstehen, was los ist, also bleiben Sie mir bitte treu, während ich es erkläre. Jemand, den Sie sehr lieben und der einen besonderen Platz in Ihrem Leben einnimmt, leidet sehr. Sie befindet sich in einem inneren Kampf, während sie versucht, mit einem tiefen Schmerz umzugehen, der sie verzehrt. Wenn Sie weiter zuhören, werden Sie beginnen, den Ernst der Lage zu verstehen. Bitte melden Sie sich an und schreiben Sie ein dreifaches Ja, um zu zeigen, dass Sie bereit sind, sich allem zu stellen, was vor Ihnen liegt. Egal wo du bist, deine Gedanken sind immer bei ihr, genauso wie ihre Gedanken immer bei dir sind. Sie steckt in diesem Kreislauf fest, in dem sie ständig an dich denkt, was sie davon abhält, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Diese Situation ist für Sie sehr schwierig. Liken Sie dieses Video und schreiben Sie Amen, um mit Ihrer Heilung zu beginnen. Liebe Freundin, die Engel sagen mir, dass eine Ihrer größten Herausforderungen darin besteht, dass sie sich nicht vorstellen kann, mit jemand anderem zusammen zu sein, weil ihre Gedanken immer auf dich gerichtet sind. Sie hat das Gefühl, dass du ein Teil von ihr geworden bist, etwas, das sie nicht zurücklassen kann. Ich verstehe, dass das vielleicht schwer zu hören ist, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie nichts falsch gemacht haben, es ist nur die Intensität Ihrer Gefühle für dich. Damit sind Sie nicht allein, ich bin hier, um Ihnen zu helfen und Sie zu trösten. Gemeinsam können wir das durchstehen. Vergessen Sie nie, dass Liebe die Kraft hat, uns Frieden zu bringen, selbst in den schwierigsten Zeiten. Den Engeln zufolge wird die Art und Weise, wie ein Mensch Beziehungen aufbaut und aufrechterhält, stark von den ersten Arten von Bindungen beeinflusst, die er im Leben erlebt hat. Menschen mit sicheren Bindungen haben es leichter, gesunde Beziehungen aufzubauen, während Menschen mit ängstlichen oder vermeidenden Bindungsstilen möglicherweise vor größeren Herausforderungen stehen. Wenn eine Beziehung endet, sind die Gefühle ähnlich der Trauer, die wir empfinden, wenn wir jemanden durch den Tod verlieren. Wir durchlaufen Phasen der Verleugnung, der Wut, des Feischerns, der Depression und schließlich der Akzeptanz. Diese Phasen können wiederholt werden und jede von ihnen repräsentiert einen anderen Aspekt des Prozesses der Verlustbewältigung. Um Ihre Unterstützung zu zeigen und andere zu ermutigen, die etwas Ähnliches durchmachen, schreiben Sie 888 in die Kommentare. Menschen können nach dem Ende einer Beziehung intensive Gefühle der Traurigkeit, Isolation und Hoffnungslosigkeit verspüren. Psychisch gesehen können aus dem Trennungsschmerz Angst und Traurigkeit entstehen. Das Sicherheitsgefühl und das Identitätsgefühl werden durch den Verlust eines wichtigen anderen tiefgreifend beeinträchtigt, was zu existenziellen Krisen führt, in denen Menschen beginnen, ihre Werte und ihren Zweck in Frage zu stellen. Dies kann sich sogar körperlich äußern, mit Symptomen wie Appetitveränderungen, Schlafstörungen, Müdigkeit und einem geschwächten Immunsystem. Die starke Verbindung zwischen Geist und Körper wird in diesen Momenten intensiven emotionalen Schmerzes deutlich. Das Ausmaß des Leidens nach dem Ende einer Beziehung hängt von mehreren Faktoren ab, wobei die Sehnsucht nach gemeinsamen Erinnerungen eine der Hauptursachen ist. Erinnerungen an vergangene Zeiten, Orte und Erlebnisse können tiefe Sehnsüchte und überwältigende Traurigkeit auslösen. Bei dem Versuch,
mit Schmerzen umzugehen, idealisiert das Gehirn oft die vergangene Beziehung, indem es die guten Erinnerungen verstärkt und die schlechten minimiert, was das Leiden nur verstärkt. Das Verständnis des Trennungsschmerzes mit Hilfe psychologischer Theorien kann Klarheit schaffen und Ihnen helfen, diese Gefühle zu verarbeiten. Beziehungszusammenbrüche werden häufig anhand des Kübler-Ross-Modells analysiert, das die Phasen der Trauer beschreibt: Verleugnung, Wut, Verhandlung, Depression und Akzeptanz. Wenn eine Beziehung endet, kommen Menschen mit einer sicheren Bindung möglicherweise besser zurecht, aber diejenigen mit einem ängstlichen oder vermeidenden Bindungsstil haben möglicherweise größere Schwierigkeiten, weiterzumachen. Schreiben Sie in das für Kommentare vorgesehene Feld „Ich bin bereit“, um Ihre Bereitschaft zu bekunden, sich jeder Herausforderung zu stellen und jeden Segen anzunehmen, der vor Ihnen liegt. Echte Geschichten und Fallstudien zeigen, wie häufig der Schmerz einer Trennung ist. Denken Sie an Jean, die sich nach 10 Jahren Ehe unerwartet scheiden ließ. Nachdem sie ihren Mann verloren hatte, erlebte sie ein breites Spektrum an Emotionen, von tiefer Traurigkeit bis hin zu Wut, was zu einem intensiven Gefühl der Trauer führte. Mit der Unterstützung von Freunden, Familie und Beratungsdiensten konnte Jean die Phasen der Trauer überwinden und einen neuen Sinn in ihrem Leben wiederentdecken. Die Angst, eine platonische Bindung zu verlieren, wird in der Geschichte von John noch deutlicher, der seinen besten Freund durch eine Trennung verloren hat. Die plötzliche Trennung ihrer starken emotionalen Bindung hinterließ bei John das Gefühl, allein und verlassen zu sein. Mit der Zeit stellte John fest, dass es ihm half, den Verlust zu verkraften, indem er neue Freunde fand und Trost in seinen Hobbys fand. Um den Trennungsschmerz zu überwinden, bedarf es guter Bewältigungsstrategien. Einzel- und Gruppentherapie können einen sicheren Raum bieten, um Emotionen zu verarbeiten und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Achtsamkeits- und Meditationstechniken können dazu beitragen, Ängste abzubauen und die emotionale Belastbarkeit zu fördern, sodass Menschen sich auf die Gegenwart konzentrieren können. Selbsthilfegruppen, Familie und Freunde können Trost, Empathie und ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Mein geliebtes Kind, verstehe, dass all diese Erfahrungen, so schmerzhaft sie auch sein mögen, Gelegenheiten sind, die ich dir vorlege, um zu wachsen und dich zu stärken. Ich bin hier, halte deine Hand, begleite dich durch jede Herausforderung und bringe Heilung für deine verletzte Seele. Vertrauen Sie mir, gemeinsam werden wir jeden Schmerz und jeden Verlust überwinden. Ich bin Gott und ich bin an deiner Seite, jetzt und für immer. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, mit Freude und Zuversicht komme ich heute zu euch. Unser Kanal ist mehr als nur Videos und Worte, er ist ein Raum, in dem das Licht der göttlichen Wahrheit hell erstrahlt und Leben und Herzen mit dem Wort Gottes berührt. Um uns dabei zu helfen, diese Botschaft der Liebe, Hoffnung und des Glaubens weiterhin zu verbreiten, zählen wir auf die großzügige Unterstützung jedes Einzelnen von Ihnen. Wenn Sie bereits von den von uns übermittelten Botschaften oder den von uns angebotenen Überlegungen berührt wurden, lade ich Sie ein, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende in beliebiger Höhe zu leisten. Wenn Sie Ihr Herz berühren, um uns zu helfen, indem Sie Mitglied werden oder eine Spende leisten, werden Sie ein Partner in dieser heiligen Mission. Was auch immer der Wert sein mag, es wird einen erheblichen Unterschied machen, sodass wir weiterhin göttliche Botschaften überbringen können. Klicken Sie unter dem Video auf die Schaltfläche „Mitglied werden“ oder „Danke“ und begeben Sie sich auf diese Reise voller Sinn und Wirkung. Wenn Sie mit keinem Betrag helfen können, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können uns helfen, indem Sie dieses Video teilen, um mehr Menschen zu erreichen und das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Jede Hilfe ist wie ein Samen, der in fruchtbaren Boden gepflanzt wird und sich in Früchte der Liebe und des Verständnisses verwandelt.
Lassen Sie uns gemeinsam einen Ort schaffen, an dem Gottes Liebe erstrahlt, der Glaube gestärkt und die Hoffnung erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind und allen, die darüber nachdenken, sich uns anzuschließen. Möge die göttliche Gnade uns leiten und uns in unserer Mission stärken. Bis zum nächsten Video.